Wer mit dem Gedanken spielt, bei seiner Glockpistole Modifikationen am Abzugssystem vorzunehmen, muss sich über eine Sache absolut im Klaren sein. Jede Veränderung an dem Abzugssystem hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Abzugsverhalten und die Abzugscharakteristik. Dieses kann sich positiv wie auch negativ auswirken. Wie ihr alle wisst, habe ich ja bei meiner Glock die eine oder andere Feder schon getauscht, im Grunde genommen alle. Und bin nun leicht ernüchtert. So richtig angetan bin ich zumindest von diesem Federsatz von Zeff eigentlich überhaupt gar nicht. Ich möchte euch auch kurz darlegen, aus welchem Grund. Wir fangen mal vorne an. Und zwar, bei der kleinen Schlagbolzensicherungsfeder muss ich ganz ehrlich sagen, erkenne ich zumindest keinen wirklichen Unterschied in der Abzugscharakteristik, also lassen wir die einfach mal ein ganz klein wenig außen vor. Bei der Abzugsfeder habe ich festgestellt, dass sich diese gegebenenfalls negativ auf das Verhalten der Safe-Action-Sicherung auswirkt. Wenn die Waffe gespannt ist, möchten wir ja, dass das Sicherungszüngel tutto completo ausgefahren ist. Hier wie auch hier, damit diese Sicherung auch funktioniert. Ist dieses Züngel aber nicht vollständig ausgefahren, muss man davon ausgehen, dass die Sicherung eben nicht 100% funktioniert und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Mit der Zeff-Feder hatte ich den Eindruck, dass das Züngel eben nicht vollständig ausgefahren wurde und damit muss ich zwangsweise davon ausgehen, dass die Sicherung nicht funktioniert. Damit wurde diese Feder ebenfalls wieder zurückgetauscht. Bei der Striker-Feder. Nun, kann gut gehen, muss nicht. Bei mir ist es nicht gut gegangen. Ich sag mal, pro 50 Schuss hatte ich im Schnitt, denke ich mal, 2 bis 3 Light Primers. Das heißt, die Feder war zu schwach, um das Zündhütchen so weit zu penetrieren, dass der Schuss ausgelöst wird. Und das ist natürlich bei einer schnellen Serie, ist das wirklich fatal und stellenweise selbst durch ein Nachspannen keine Verbesserung. Das heißt, hier ist auch wieder zurückgetauscht worden zur Originalfeder. Die Steuerfeder Minus. Es gibt ja verschiedene Steuerfedern. Das hier ist die Minusfeder, wie man sehen kann. Diese funktioniert eigentlich relativ gut, hat aber einen Nachteil. Und zwar folgendes. Wenn wir die Originalsteuerfeder mit der reduzierten miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass dieser Winkel hier bei der reduzierten Feder anders ausfällt als bei der Originalsteuerfeder. Dieser Winkel wirkt sich auch auf das Reset-Verhalten des Abzugs aus. Und so wie ihr jetzt im Einspieler sehen könnt, ist der Reset aus meiner Sicht gefühlt mit der reduzierten Steuerfeder verhältnismäßig lang. Das heißt, wenn wir den Abzug durchziehen und repetieren durch und gehen dann in den Reset rein, hier ist er bei der Originalsteuerfeder. Bei der reduzierten Steuerfeder ist er wesentlich weiter vorne und das kommt mir natürlich nicht zugute, da ich ja relativ kurze Finger habe. Ziehen den Abzug, spannen erneut und jetzt gucken wir, wann der Reset wie kommt. So, da ist er. So, und wenn wir jetzt den Reset sehen, wo der kommt, sehen wir auch, dass der Abstand von hinten zum Abzug vorne in diesem Moment mit der Originalsteuerfeder geringer ausfällt und ich komme somit eigentlich besser an den Abzug dran. So weh mir das auch tut, weil der Abzug dadurch natürlich wieder auf Werkszustand zurückversetzt ist und entsprechend hart ausfällt. Aber das ist halt jetzt einfach ein Kompromiss, den ich letzten Endes eingehen werden muss, wenn ich diese Waffe in irgendeiner Form beherrschen lernen will. Denn der Abzug, Abstand zum Abzug und so weiter ist durchaus in meinen Augen ein relativ elementarer Bestandteil des sicheren Umgangs mit der Waffe. Ob ich nun in Zukunft vielleicht von Ghost oder von Wolf einen anderen Federsatz mal testen werde, müssen wir mal schauen. Was den Zeff-Federsatz jedenfalls betrifft und der reduzierten Steuerfeder, bin ich nicht begeistert. Die negativen Punkte sind einfach zu viele, um sie zu ignorieren. Einzige, was dementsprechend drin geblieben ist, ist diese kleine Feder von der Schlagbolzensicherung und die polierten Oberflächen der Abzugsgruppe. Ansonsten sage ich jetzt ganz ehrlich, wie es der Filmtitel sagt,
alles wieder auf Anfang. Und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, wenn ihr euch so einen Federsatz besorgt, die sind nicht teuer, paar 20 Öcken, probiert es aus, bevor ihr eine endgültige Entscheidung trefft und sie drinnen lasst. Denn wie gesagt, diese Änderungen, Modifikationen wirken sich unmittelbar auf das gesamte Abzugsverhalten aus, positiv wie auch negativ. Und das liegt immer, und das sage ich ganz bewusst, im Auge des Betrachters, sprich des Steuermanns hinter der Waffe. Für mich fallen diese Punkte einfach negativ aus, weil einfach zu viel, ja, Kompromiss letzten Endes eingegangen werden musste, um diese Sachen irgendwie in den Griff zu kriegen.